Zlatko, schön, dass du wieder da bist. Wie ist es? Wie sind die ersten Stunden wieder zurück in der alten Heimat, sage ich mal? Ja, danke. Ja, sehr gut. Bin sehr zufrieden, freue mich sehr und freue mich um alte Kollegen, um neue Kollegen und ganze Stadt, alle Einfahrt und Fans, fantastische Fans und wie gesagt, bin sehr zufrieden. Das ist, was habe ich gewollt und jetzt Arbeit und weiter. Der verlorene Sohn ist quasi wieder zurück. Wie war das Hallo, das erste Hallo in der Kabine mit den Leuten, die du noch kanntest? Ja, war so ein gutes Gefühl, weil dass ich war noch nicht weg, war also ganz super, einfach super. Ich freue mich sehr, alte und wie gesagt, um neue Kollegen und jetzt bin ich nur konzentriert, dass ich vorbereite mich gut, das ist sehr wichtig und dann natürlich weiter zum Spielen und so weiter. Du hast immer wieder betont, wie sehr dir die Zeit in Dresden gefallen hat. Was hat denn den Ausschlag gegeben, warum du dich jetzt für Dresden entschieden hast? Dein Vertrag ist ja abgelaufen in Bochum. Warum Dresden? Waren ja auch andere Vereine an dir dran. Ja, habe ich andere Möglichkeiten auch gehabt, aber ich habe immer gesagt, wenn ich muss in der zweiten Liga in Deutschland bleiben, ist absolut in erster Linie Dynamo und von allen Möglichkeiten war diese die beste und dann ich kenne sehr gut Ambiente. Große Spiel war auch von meiner Entscheidung war auch sehr wichtig, diese Atmosphäre, diese Fans, dieses Stadion. Meine alten Kollegen, neue Kollegen, ich kenne alle kennen mich und für mich war ganz einfach zu entscheiden, dass ich komme zurück nach Dynamo. Wie war denn das Feedback als seit circa 10 Tagen steht es jetzt definitiv fest, dass du hier wieder zurückkommst. Wie war denn das Feedback der Fans und der Teamkollegen? Ja, sehr gut. Ich habe viele SMS bekommen und das war auch für mich ein super Gefühl. Einfach hat alles sehr gut gepasst, hat Sportdirektor ein sehr gutes Job gemacht und dann Gespräch mit Trainer war auch sehr, sehr wichtig für mich und bin einfach mit alles, was haben wir gesprochen, zufrieden und deswegen auch bin ich da und jetzt ich freue mich auch auf Job und auch Vorbereitung und dann natürlich auf erstes Spiel und so weiter. Du hast jetzt nur rund 3 Wochen Zeit bis zum Saisonstart, weil du ein bisschen länger Urlaub hattest aufgrund der WM-Qualifikation. Wie würdest du deinen eigenen Fitnesszustand beschreiben? Ja, natürlich habe ich diese 2,5 Wochen genutzt, erholen mich, weil das ist auch sehr wichtig für einen Spieler. In den letzten Tagen habe ich ein kleines Programm gemacht, über was habe ich mit dem Trainer gesprochen. Natürlich bin ich nicht 100% in diesem Moment, aber ich denke, dass keiner ist. Und jetzt ich konzentriere mich. Wir haben noch genug Zeit bis zum ersten Spiel und ich will diese Zeit nutzen, dass ich komme in Top-Fit-Form und dann, so machen wie einmal schon hier und noch besser. Es gibt 2 Sachen, die Dynamo in der letzten Saison abgingen, die nicht so gut liefen. Das eine war das Toreschießen, das andere war das Elfmeterschießen. Beide Dinge beherrschst du wunderbar, also da kann sich Dynamo drauf verlassen. Ja, ich mache das meine Beste, aber ich habe immer gesagt, Mannschaft. Mannschaft ist auf erster Platz und ein Spieler oder 2 oder 3 Spieler kann nichts machen ohne Mannschaft und das ist sehr wichtig, so muss es immer sein und ich hoffe, dass ich kann mit meinen Qualitäten und mit meinem Wille, dass ich kann diese Mannschaft helfen. Das ist Ziel für alle, aber wichtigste ist immer die Mannschaft und ich hoffe, dass wir gemeinsam besser machen wie letztes Jahr. Und der Spielplan will es, am 29. Juli geht es schon nach Bochum. Ja, bis 29. Juli ist schon viel Zeit. Dazwischen sind viele Vorbereitungsspiele und auch ein sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Köln. Und wir machen so, dass wir uns vorbereiten wie vor jedem Spiel. Und ich hoffe, dass wir gegen Köln und danach auch gegen Bochum sind 100% vorbereitet und danach kann mir auch ein gutes Spiel zeigen. Dann sage ich es einfach mit deinen Worten. Mach's noch einmal, Zlatko. Danke. Dankeschön.